Hey, yo, Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Enrico Italia, und in diesem Video geht's um die besten Renntipps, und ihr seht ihr auch schon im Hintergrund im Bild. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen professioneller für euch dargestellt, und ihr seht es auch im Hintergrund, die nächste Kurve bestimmt die Linie, und so ist es auch in GTA 5. Das bedeutet, es gibt hier zwei Scheitelpunkte, und ihr seht es auch im Hintergrund, es gibt eine Doppelrechtskurve und eine Rechtskurve mit einer Linkskurve, und da müsst ihr euch dann entscheiden, für welche Variante ihr euch dann entscheidet. Ist natürlich klug, wenn ihr euch dann immer auch für die richtige entscheidet und wenn ihr immer die Kurve von der Innenseite nimmt. Das habe ich ja auch schon sehr, sehr oft angedeutet in meinen Videos oder auch in anderen Racing-Tipps-Videos habe ich auch schon gesagt, dass man die Kurven immer von der Innenseite nehmen sollte und immer auf dem Apex achten sollte. Und nur mal so nebenbei, falls ihr den gemoddeten Account braucht, in GTA 5 mit unendlich Geld rein, coolen Farben, schaut in die Videoschreibung vorbei, und man wird nicht gebannt und so eine Scheiße. Auf jeden Fall, hier seht ihr jetzt richtig mal, wie man die Linie nimmt in so einem Rennen und wie man auch sozusagen das Ganze mit Curb Boosting verbindet. Man kann dazu auch Short Shifting verwenden, dazu kommen wir aber erst später. Jetzt seht ihr erstmal, dass man sozusagen immer den kürzesten Weg nehmen sollte. Und seht es ja auch wieder im Hintergrund jetzt, dass es Vorteile und Nachteile bei dieser Methode gibt. Nämlich Vorteile sind auf jeden Fall eine hohe Kurvenaustrittsgeschwindigkeit, dann eine gute Überholmöglichkeit, sowohl am Anfang und wie auch am Ende. Das ist auch so im echten Leben. Was natürlich auch sehr gut ist, viel Kontrolle über die exakte Linie durch die Kurve. Das bedeutet, ihr könnt da selber bestimmen, okay, ich fahre jetzt so und so. Diese Methode ist aber wirklich nur für die Fahrzeuge, die eine hohe Leistung haben. Für Fahrzeuge, die weniger Leistung haben, ist diese Methode nicht so geeignet. Und ihr seht ja auch die einzelnen Schritte, wie man das Ganze perfekt eigentlich angeht. Da wäre der erste Schritt, den Bremspunkt außen anfahren. Der zweite Schritt natürlich, zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt, ist ein wichtiger Schritt, auch bremsen, das ist sehr, sehr wichtig. Zweiter Schritt, langsamer und später einlenken. Das bedeutet, man geht langsam auf dem Apex zu. Das ist dann auch schon Punkt Nummer 3. Später am Apex, am Ende der Kurve, muss man dann auch wirklich haarscharf am Apex vorbeigehen. Das sollte man möglichst. Vierter Punkt ist natürlich, kontinuierlich dann wieder mehr Gas geben, wenn man dann aus diesem Apex wieder draußen ist. Und natürlich dann auch wieder in Richtung Kurve ganz außen. Ganz easy auf jeden Fall, würde ich sagen. Es ist nicht so schwierig. Wie sieht das Ganze in GTA 5 aus? So sieht das Ganze eigentlich perfekt aus. Es ist nicht ganz perfekt, aber es ist schon mal sehr gut, sage ich jetzt mal. Perfekt ist das Ganze nie. Ihr seht es auch Ganze jetzt verlangsamt, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich gehe nochmal die einzelnen Schritte vor euch durch, denn viele haben das ja auch angefragt. Hey, kannst du mehr Renntipps machen? Ich brauche da mehr Hilfe, einfach auch ein bisschen Nachhilfe. Und deswegen will ich euch einfach ein bisschen helfen. Ich gehe sozusagen langsam rein und schaue mir auch vorher, wenn ich das Rennen halt noch nicht so oft gefahren bin, schaue ich mir erst so ein bisschen die Strecke an und weiß dann, wo der Apex, wo der Höhepunkt auch von der Kurve sozusagen ist. Dann weiß ich auch, wo ich ein bisschen abbremsen muss, und ich versuche mich auch ein bisschen mehr, dann immer mehr und mehr ranzutasten auch, und versuche dann auch immer mehr und mehr taktische Schritte dann einzugehen. Ja, Shortshifting. Was ist Shortshifting? Bringt mir das irgendwas? Es bringt euch auf jeden Fall was, aber ihr solltet es nur verwenden, wenn ihr wirklich gut darin seid. Denn Shortshifting ist Curb Boosting, müsst ihr auch damit verwenden. Also Curb Boosting mit Shortshifting ist wirklich perfekt. Das machen wirklich nur Leute, die wirklich richtig gut sind in GTA 5. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt es schon ein bisschen im Hintergrund gesehen. Ihr müsst Curb Boosting mit einbinden, und wenn ihr dann sozusagen auf diesen Curb drauf geht, dann geht ihr einfach kurz vom Gas weg, aber nicht viel vom Gas weggehen, sondern nur ganz minimal, und dann geht ihr gleich wieder aufs Gas drauf. Wenn ihr dann merkt, dass ihr, okay, der Kurs ist vorbei, dann geht ihr gleich wieder aufs Gas drauf, dann habt ihr diesen Short Shift dann Effekt. So, was ist dann eigentlich ein U-Turn? Wie gehe ich einen U-Turn eigentlich so ein bisschen richtig an? Und das ist eigentlich nichts anderes, wie auch bei den ganzen Ideallinien. Es ist wie auch wieder eine Ideallinie. Ihr müsst einfach hier einfach euch immer in den Kopf schreiben, dass ihr das Ganze halt sehr, sehr vorsichtig angeht, denn beim U-Turn kann es wirklich sein, dass ihr euch dreht, dass andere euch reinfahren und so weiter und so fort, gerade bei Kontaktrennen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr dann diesen U-Turn immer von außen nimmt. Das bedeutet, ihr fahrt wirklich dann so gerade auf Höhepunkt, wenn ihr seht, okay, da ist jetzt eigentlich so das Ende von der Straße, wo es halt ja auf der anderen Seite wieder anfängt. Da müsst ihr jetzt eigentlich rein, dann nehmt ihr auch die Mitte von der Kurve, das seht ihr auch auf Nummer 3, nehmt ihr die Mitte von der Fahrbahnkurve und geht dann auch zu dem Apex wieder rein. Auf Platz Nummer 4 seht ihr auch nach dem Apex rasch Gas geben, damit ihr auch wieder schnell aus diesem U-Turn rauskommt.
und dann auch schnell wieder Zeit gewinnt, denn so ein U-Turn kostet euch Zeit, aber wenn ihr natürlich das Ganze richtig macht, kostet euch das Ganze nicht so viel Zeit, wie wenn ihr jetzt da irgendwie rumdriftet oder sonstiges. Das ist nicht so gut und so könnte es theoretisch aussehen in GTA 5. Es ist nicht perfekt, ich weiß, aber es ist halt sozusagen nur mal ein kleines Beispiel für euch. Und wie man es auf gar keinen Fall machen sollte, was ihr wirklich niemals machen solltet, ist die Handbremse in den Rennen verwenden oder irgendwie rumdriften oder auf Coolness tun mit dem Lowrider oder sonstiges. Ihr müsst auf jeden Fall die richtigen Autos am Start haben. Ihr seht auch schon im Hintergrund, was der Typ da macht. Gut, das bin natürlich ich, aber was der einfach macht, ist totaler Bullshit. Er driftet die ganze Zeit nur rum, kriegt nicht die Ideallinie so richtig hin und kann sein Fahrzeug nicht wirklich richtig steuern. Und das ist auf jeden Fall ein großer negativer Punkt bei diesen ganzen, ja, Bremsen mit der Handbremse. Ist auf jeden Fall nicht geeignet für die, ja, Rennelite in GTA 5, würde ich einfach mal sagen. Klar, man kann es auch sagen, hey, was laberst du hier? Das ist GTA 5, das ist kein Rennspiel. Aber ich finde halt, für mich ist GTA 5 sozusagen ein bisschen ein Rennspiel. Klar, es ist nicht wirklich ein Rennspiel, aber man kann daraus ein Rennspiel machen, wenn man wirklich Bock hat. Das seht ihr auch im Hintergrund. Da hat auf jeden Fall GTA 5 schon die Physik dazu. Das ist schon heftig und die haben auch eine kleine eigene Physik. Und ihr seht, wenn man halt die ganze Zeit nur mit der Handbremse rumspielt und irgendwie rumdriften will oder halt versucht, dadurch dann die perfekte Linie zu bekommen, dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass ihr euch da halt dann keinen Gefallen damit macht und da einfach dann Scheiße damit baut, auf Deutsch gesagt. Seht ihr auch wieder im Hintergrund, ich versuche hier dann auch einen Drift da reinzugehen. Klar, es könnte auch gut gehen, dass ich da den Drift dann perfekt reinklicke, aber ihr seht es ja auch im Hintergrund, das hat leider nicht funktioniert. Und auch wenn man gedriftet hätte und das richtig hinbekommen hätte, man wäre wesentlich langsamer, als wenn man das richtig gemacht hätte. Und wie kann man jetzt zum Beispiel auf einer, ja, relativ geraden Strecke mit einer kleinen Kurve, also mit kleinen Kurven drin, wie kann man jetzt da zum Beispiel das Ganze sehr gut machen, dass man da immer die Ideallinie findet? Ganz einfach immer schauen, okay, ist jetzt bei dieser Strecke eine kleine Kurve drin oder eine gestreckte Kurve, wie es jetzt in dem Fall ist, oder ist da irgendwie jetzt ein anderer Anhaltspunkt, wo ich mich jetzt orientieren kann? Und da ist es sehr wichtig, dass ihr immer auch die ganzen Kurven, wie auch schon im Video gesagt hat, dass ihr die immer von innen nimmt und dann von außen anfahrt. Das ist wirklich das A und O beim ganzen Rennenfahren in GTA 5 und auch wirklich auf den Gegenverkehr achten und sonstiges oder auch Mitfahrer von euch. Und ihr seht ja auch im Hintergrund, Schritt 1, möglichst weit außen anfahren. Das ist jetzt die Methode für die langsamen Fahrzeuge, in langsamen Fahrzeugen GTA 5. Schritt Nummer 2 ist einlenken und den Apex anvisieren. Also auch wie bei der ersten Methode, nur halt das Ganze ein bisschen verlangsamen. Dann bremst halt mehr und geht nicht so abrupt in die Kurve rein. Bei Platz, also Nummer 3, geht natürlich dann Apex in der Mitte dann der Kurve innen, also die Kurve von innen nehmen und natürlich dann Apex, der ist dann halt in der Mitte von dieser Kurve und dann müsst ihr versuchen, dann, dass ihr dann auch wieder die Innenseite von der Kurve nimmt. Wirklich, das ist sehr, sehr wichtig. Dann Platz Nummer 4 oder Schritt Nummer 4, Kurve ganz außen verlassen und dann auch wieder beschleunigen. Und ihr seht auch hier, wo man bremsen muss, wo man beschleunigen muss. Viele haben das mich auch immer gefragt, hey, kannst du mal ein Video drüber machen, wo ich zum Beispiel jetzt bremsen muss oder wo ich wieder Gas geben muss. Und ihr seht es ja eigentlich auch im Hintergrund, es ist ein gutes Beispiel. Ihr müsst bei einer Kurve, solltet ihr theoretisch bremsen. Welche Bremstechnik ihr jetzt da anwendet, ist euch überlassen. Aber ich gebe euch einfach nur einen Tipp, dass ihr die normale Bremse verwendet, nicht irgendwie jetzt die Handbremse. Oder Stopperbremsen könntet ihr auch verwenden. Es ist auch noch okay, wenn es zum Beispiel jetzt eine Kurve ist, wo man es machen könnte. Aber ich empfehle es nicht wirklich. Also ich empfehle da einfach das normale Bremsen. Ihr habt ja ein Gaspedal und ein Bremspedal. Ihr wisst Bescheid, auf dem Controller halt, ne? Nicht, ja, also sei natürlich, ihr habt da irgendwie so ein Armaturenbrett oder sonstiges, dann könnte ich auch sein. Aber ihr wisst Bescheid, was ich damit meine auf jeden Fall und immer das Ganze sehr langsam und vorsichtig angehen, gerade auch bei solchen Rennen, wo alles durcheinander ist, sollte man auch immer die anderen Verkehrsteilnehmer im Auge behalten. Das ist eigentlich nichts anderes, was man auch in der Fahrschule lernt und ich denke auch, der wichtigste Punkt ist eh, dass man Spaß daran hat, denn wenn man keinen Spaß daran hat, dann vergeht einem auch irgendwie die ganze Lust daran, dann macht man Scheiße und springt anderen in die Luft und so eine Kacke oder dreht andere. Man kann natürlich auch daran Spaß haben, aber ich finde, wenn man es halt auch anders kann, dann macht es einem irgendwie auch mehr Spaß und man sieht dann auch den Erfolg. Und das Ganze seht ihr auch jetzt zum Beispiel mit dem Dominator, mit dem Pisswasser-Dominator, der für mich das schnellste Muscle-Car bei den ganzen Rennen ist. An sich ist der Sabre Turbo Custom schneller, das habe ich auch schon oft gesagt, aber ich finde irgendwie den Pisswasser Dominator, damit kann man einfach viel, viel besser lenken, auch bei den ganzen Rennen. Und der kommt auf jeden Fall auch an den Sabre Turbo Custom auf jeden Fall auch ran. Und wie man da jetzt auch wieder in die ganzen Kurven reingeht, wie man da jetzt auch wieder den Apex herausfindet, das seht ihr auch im Hintergrund. Bremsen, also das ist halt auf dem Kart bestimmt, aber das kann man ja auch auf Autos
ja, einfach machen, ihr wisst Bescheid, die Bremse dann wieder lösen, das ist auch wieder eine andere Methode, sozusagen Stopper bremsen, einlenken, Gas geben, Lenkung öffnen, also beim Apex danach dann wieder und dann wieder Gas geben. Eigentlich ziemlich simpel und genial und ich würde einfach mal sagen, das ist echt ein gutes, hilfreiches Video für euch, hoffe ich einfach mal. Falls es denn so war, dann könnt ihr mir gerne ein Feedback da lassen. Was ihr zum Beispiel noch sehen wollt, den GTA 5, ich weiß, habe ich schon mal ähnlich sowas gemacht, aber ich will dafür das Ganze einfach nochmal für euch ein bisschen besser darstellen. Und wie gesagt, falls ihr noch ein GTA 5 an der Oberbau braucht, könnt ihr Video schreiben vorbeischauen. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, mit V.